Ja, auch heute wieder ein herzliches Hallo, ihr lieben Zuschauer von meiner Videoserie Making of. Ich nehme euch auch heute wieder mit, wie ich das nächste Kunstwerk erarbeite. Und das ist ähnlich wie das aus der letzten Folge. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet. Ich bin total im Flower-Fieber. Also einige meiner Ausstellungswerke haben mit Blumen zu tun, so auch heute. Und ja, das ist jetzt schon tatsächlich die 9. Folge. 10 wird es geben, plus die Kunstausstellung, die ich ja dann auch nochmal filmen werde, also 11 insgesamt. Ja, los geht's mit dem nächsten Werk. Ich habe hier so eine Malpappe, eine etwas hochwertigere, also teurere, die verziehen sich in der Regel nicht unter der Last. Und da kam jetzt ein bisschen arg viel Farbe raus aus meiner Tube. Eine Bösner eigene Hausmarke. Ich habe sie in einem Video auch schon mal verwendet. Diese Acrylfarbe, die hat so einen Metallic-Schimmer oder Metallic-Optik, ist auch, glaube ich, eine Metallic-Farbe. Wenn ich mich recht erinnere, steht es so auf der Packung. Ja, ich habe mir dann hier so ein Schwämmchen geholt, weil sich das damit gleichmäßiger verstreichen lässt und noch eine zweite Schicht obendrauf gelegt. Jetzt mache ich hier mit so einem Maskentape, das zerreiße ich in ungleiche Streifen und lege mir hier so ein Muster an. Auch hier habe ich wieder drei Leinwände mir erarbeitet auf diese Art und Weise, zeige aber in dem Video natürlich nur exemplarisch, wie ich da vorgegangen bin. Und genau, jetzt kann es dann auch schon weitergehen. Ja, als nächstes nehme ich jetzt hier so eine Rosteffektfarbe von PentArt. Ich hatte das in dem einen oder anderen Video schon erzählt. Das sind sehr hochwertige Farben, mit denen man eben halt in der Kombination hell-dunkel und da gibt es auch noch ein Set mit Patinafarben, eben halt sehr schöne Effekte sich erarbeiten kann. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Kaffeepulver, weil ich das gerne so, ja, so ein Rosteffekt ist halt immer auch schön. Wenn, ja, beim Rosten entstehen ja auch solche kleinen Bäulchen und ja, das wollte ich hier so ein bisschen irgendwie nachahmen und da mache ich jetzt tatsächlich einfach nur die Acrylfarbe drüber. Also diese Rostfarben sind auch auf Acrylbasis und tupfe das mehr oder weniger auf die Leinwand. Und ja, das ist eine ganz schön krümelige Angelegenheit, wie ihr seht. Aber man sieht schon hier bei dem ersten Aufstrich, wie schön jetzt da, wie so eine Art Rostoptik halt angelegt ist, dass das so ein bisschen aussieht, als hätte der Rost sich da durch meine Leinwand gefressen, noch keine Löcher gefressen, aber ist da schon fleißig am Wachsen. Und ja, jetzt mache ich mir hier, mische ich mir nochmal eine neue Farbe an und lege jetzt da die zweite Schicht irgendwie drauf. Die unterste Schicht musste ich jetzt auch dafür nicht durchtrocknen lassen. Und so arbeite ich mich jetzt langsam immer weiter vor. Ich mache jetzt noch diesen, da war auch so eine Art Goldton oder ja, es ist irgendwie so ein Ockerton, der aber irgendwie so ein bisschen eher wie Gold aussieht. Und lege jetzt da sozusagen so eine dritte Schicht noch mit drauf. Also nicht komplett, aber eben halt, ja, ihr seht es ja, mit so kleineren Akzenten. Jetzt nochmal Solo, das ganz die dunkelste Farbe, die da drin ist. Und so nähern wir uns nach und nach so einer schönen Rostoptik. Rost ist ja auch nie ganz gleichmäßig, sondern hat viele verschiedene Schattierungen. Und ja. Das wollte ich hier gerne nachahmen. Jetzt lege ich da mein Rostwasser nochmal komplett drauf
Und das war eigentlich ein Experiment, also sozusagen die erste Leinwand hier, mein Versuchskaninchen. Ich wusste nicht, ob das gelingt. Ich habe das auf die nasse Farbe aufgelegt. Und ihr werdet gleich erstaunt sein, wie dann das rostig aussah. Jetzt sieht es ja gerade nur noch matschig aus, aber guck mal jetzt, wo das getrocknet war. Also unfassbar, wie das rausgekommen ist. Das war so richtig, richtig toll. Der Effekt, der mir da entgegenkam, als das getrocknet war, meistens lasse ich solche Sachen ja über Nacht trocknen und laufe dann morgens direkt in mein Atelier und schaue nach, wie es geworden ist. Und ja, da war ich doch sehr glücklich darüber, dass es wie echtes Rost dann aussah. Genau, jetzt muss ich hier das ganze Maskentape natürlich wieder abknibbeln und mir die Muster da rausholen, die ich mir da reingeklebt hatte. Und ja, das ist auch total schön geworden, wie das da drunter aussieht. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen mit dem Feuchti, nehme ich das so ein bisschen ab, weil ich da jetzt gleich nochmal drüber male. Und ich wollte, dass das gut haften bleibt. Deswegen habe ich das da so ein bisschen sauber gemacht, um die Krümel da zu entfernen. Und jetzt gehe ich da wirklich nochmal mit dem Rostwasser ganz, ganz wenig allerdings nur drüber. Also ich hatte jetzt hier, setzt sich immer oben auf dem Rostwasser Wasser ab und die Partikel, die sinken praktisch nach unten. Und ich habe das jetzt nicht umgerührt, sondern habe dann nur oben das Wasser genommen, weil das sollte ja fast transparent bleiben. Also dieser Blauton, den ich da drunter habe. Und ja, jetzt färbe ich mir Blätter ein. Das sind echte Laubblätter, die ich getrocknet hatte. Und dafür nehme ich auch diese Patinafarben und arbeite mich da so ein bisschen vor. Ich war recht überrascht, wie unterschiedlich die Patinafarben auf den jeweils unterschiedlichen Seiten von den Blättern gehaftet hat. Es gibt ja eine Unterseite und eine Oberseite. Ja, jetzt habe ich hier noch so eine Restfarbe noch von irgendeinem anderen Projekt irgendwie übrig gehabt. Das war Acrylfarbe mit Kaffee gemischt und da war auch so ein bisschen von dem Rostwasser drin. Also ihr seht, ich habe da echt viele meiner eigenen Tinkturen irgendwie mir angemischt, um mich immer diesem Thema mit dem Rost irgendwie zu widmen und habe da ganz unterschiedliche Lösungsansätze gefunden, also von Rostspray über selbstgemachte Rostfarbe, über gezüchteten Rost. Also ich habe so ziemlich alles ausprobiert und habe dabei echt eine Menge auch gelernt. Ja, hier habe ich jetzt noch mal drei andere Blätter in den verschiedenen Farben, mit den verschiedenen Rostfarben eingefärbt. Diese türkisen Blätter übersprühe ich jetzt wieder mit meinem Rosteffekt-Lack. Auch mit einem total coolen Ergebnis. Ich habe es da jetzt etwas zu punktuell aufgetragen und dann war es zu viel. Das nehme ich jetzt gleich nochmal ein bisschen wieder runter mit einem Tuch. Am Ende haben alle Blätter toll ausgesehen, egal in welcher Weise ich mir den Rost auf mein Material geholt habe. Jetzt sieht man das, da tupfe ich das einfach ein bisschen wieder ab. Und bin dann zufrieden mit dem Ergebnis. Meine Unterlage finde ich übrigens auch sehr schön. Da hatte ich dann gleich auch wieder neue Ideen irgendwie, wenn ich das sehe, wie toll man da auch so schablonieren kann. Ja, hier seht ihr jetzt eine Blume aus dem letzten Video. Zu dem Zeitpunkt, ich hatte nämlich beide Sachen gleichzeitig gearbeitet, also an dem letzten Video und an diesem Video, beziehungsweise an der künstlerischen inhaltlichen Arbeit. Und ich wusste noch nicht genau, welche Vasen ich für was verwenden werde. Das sind auf jeden Fall auch alte Garnrollen aus dem Wülfing-Museum. Und wie in meinem letzten Video auch, erarbeite ich mir da jetzt erstmal einen Boden. Also das werden jetzt auch wieder Vasen, die ja schönerweise auch mit diesen gedrechselten oder wie nennt man das, also mit diesen Rillen, die da drin sind, ja auch schon so einen richtig tollen Vasencharakter haben.
Ich habe hier so kleine Stoffstücke vom Würfelmuseum auch genommen, um jetzt da diese kleine Pappplatte, das kleine Pappkreischen einzuwickeln. Das war gar nicht so einfach. Hinterher habe ich gedacht, ja, das hätte ich auch genauso machen können wie im letzten Video, ich die Vasen unten gestaltet habe, nämlich einfach nur die Pappe drauf zu kleben. Aber ja, irgendwie hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich will die verkleidet haben mit dem Stoff. Und ja, ging ja auch so. Aber die andere Methode wäre auf jeden Fall ein bisschen weniger aufwendig gewesen, denn da entstand jetzt auch so eine Rille. Die musste ich jetzt dann erstmal irgendwie füllen mit Heißkleber. Und dann habe ich da noch so ein bisschen Garn drum gewickelt. Das sieht man jetzt hier. Das ist natürlich auch alles aus dem Würfingmuseum. Ich wollte die Vasen eigentlich erst gar nicht anstreichen. Und ich glaube, deswegen hatte ich mich auch dafür entschieden, den Boden da irgendwie so ein bisschen aufwendiger zu gestalten. Ich habe mich aber dann später umentschieden und habe die Vasen doch angemalt, weil die mir in diesem Look irgendwie nicht gefielen. Da mache ich es auch schon. Da hatte ich auch noch so eine Restfarbe übrig. Das ist auch so ein Gemisch aus Kaffeepulver, Acrylfarbe und Rostwasser. Oder ich glaube sogar, es ist Gouache. Also nicht Acrylfarbe, sondern Gouache mit Kaffee und Rostwasser gemischt. Und ja, dann hatte ich die glorreiche Idee, ich könnte ja Kurkuma mal irgendwie auch ausprobieren, denn das hat ja auch diese Rostfarbe. Leider hat das hinterher, also das hat erstmal super gehalten, überhaupt gar kein Problem, aber ich musste es ja irgendwie fixieren, weil es in dieser Gouache-Farbe, mit der ich jetzt die Vasen da gestrichen hatte, da hat es nicht gut drauf gehaftet. Das wäre wahrscheinlich mit Acryl anders gewesen, aber auf der Gouache hat das nicht gut gehaftet. Und dann musste ich das fixieren mit einem Lack. Und dabei ist quasi dieses Kurkuma war dann fast nicht mehr zu sehen. Aber insgesamt war die Optik dann für mich trotzdem in Ordnung, sonst hätte ich mich da auch nochmal hingesetzt und hätte nochmal Kurkuma drauf gemacht über die Fixierung. Also wenn mir das wichtig genug gewesen wäre. So, auch hier in der gleichen Methode wie im letzten Video rolle ich mir jetzt allerdings in Papier, beim letzten Mal habe ich es ja mit Stoff gemacht, rolle ich mir jetzt hier in Papier auch wieder Draht ein, weil ich auch hier bei den Blumen, die ich für die Vasen herstellen werde, noch nicht genau wusste, ob ich die später noch biegen möchte, die Blumen, oder ob der Stängel gerade bleibt. Hier habe ich den Draht jetzt einfach mit Kleber reingemacht. Das ging auch ganz gut. Also im letzten Video habe ich es ja mit Heißklebepistole gemacht. Und hier sieht man nämlich auch, jetzt stehen da auch die anderen drei Vasen. Das war, weil ich das eben halt gleichzeitig gearbeitet habe, also an zwei Kunstwerken gleichzeitig gearbeitet habe. Genau, jetzt habe ich das von außen auch nochmal alles mit Kleber eingestrichen. Jetzt kommt mein Rostwasser mal wieder zum Einsatz. Da wollte ich auch nicht diese Farbe von der Buchseite so belassen. Deswegen habe ich das eingefärbt. Und die Buchseiten sind auch quasi aus diesen Heftchen, die ich auch aus dem Würfingmuseum mitgenommen habe. Die hatten so eine Betriebszeitschrift. Und das habe ich halt genommen. So, jetzt geht es wieder munter ans Blumenbasteln. Ich hatte das schon erzählt in meinem letzten Video, dass das mit Stoff wesentlich einfacher geht. Und ich habe hier zwei verschiedene Blumen gemacht. Einmal mit solchen spitzen Blütenblättern und einmal mit den runden. Und für die Spitzen habe ich 6 Blütenblätter genommen und für die runden nur 5, wie bei den Juteblumen auch. Also Kreise quasi. Und hier habe ich dann auch den Blütenkern auch aus Stoff gemacht. Den Stoff hatte ich nicht aus dem Würfingmuseum. Den hatte ich hier noch zu Hause. Und genau, da wird jetzt das
so gelegt. Also es wird praktisch zweimal gefaltet. Und jetzt suche ich hier gerade meine Klammer, die verschwunden war. Und wichtig ist immer, dass man die Zuhseite links hat. Und jetzt wird das auch wieder nur so auf, ab, quasi wie aufgefädelt. Ne? Im Grunde genommen wird der Stoff da irgendwie auf die Nadel aufgefädelt. Da kann man so in einem durchgehen. Das geht mit diesem dünnen Stoff wirklich ganz prima. Und so kriegt das Blütenblatt dann quasi seine Form. Wenn man das dann rafft, dann bleibt eben halt das spitz, wenn man das zweimal gefaltet hat. Das sieht man jetzt sogar schon so ein bisschen ansatzweise, wie das entsteht. Und genau, da werden jetzt auch wieder mehrere aneinander gelegt. Alles am gleichen Faden, also der Faden muss lang genug sein und diese Naht, die sieht man hinterher nicht mehr, also das ist, da muss man auch nicht gerade nähen oder so, das geht also wirklich super, super einfach. Jetzt zeige ich es jetzt noch ein zweites Mal, auch da immer dann darauf achten, dass man die geschlossene Seite eben halt links hat und dann geht es munter weiter. Werden die alle nacheinander da dran genäht. Ist doch ganz schön viel Arbeit, trotz alledem. Diesmal sind in die Vasen auch jeweils zwei Blumen reingekommen. Insofern musste ich 6 von diesen Blümchen nähen. Und ja, da ist man erstmal eine Zeit lang mit beschäftigt. So, jetzt habe ich hier alle 6 drauf. Hier musste ich jetzt auch nicht mit der Heißklebe irgendwie den Faden fixieren oder so. Das ließ sich relativ einfach da alles so zusammenschieben. Und dann wird das genauso auch dann einfach zusammengeknotet, zu einem Kreis gelegt, zusammengeknotet. Und dann hat man sozusagen seine Blumenform. Ich finde die total cool, diese Blümchen, weil die so super simpel zu machen sind. Also wenn man jetzt mehrere davon machen muss, dauert das natürlich auch entsprechend lang. Aber wenn man jetzt nur mal so ein Blümchen irgendwie für eine Karte oder so, für eine Geschenkkarte oder so bastelt, finde ich das auch irgendwie ganz süß und geht dann auch schnell, weil es ja dann nur eine ist. Ja, mit Heißklebepistole wird jetzt da Gelb reingeklebt, der Blütenkern reingeklebt und jetzt kommt mein Blütenstängel da dran und den klebe ich da auch einfach nur ein und dann kommt noch mal eine zweite Lage Stoff drauf, weil ich nicht genau wusste, ob man die Blumen hinterher auch von hinten irgendwie sehen kann. Ja. Jetzt nehme ich hier mein Rostwasser, färbe das ein. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, nein, die schönen roten Blumen. Aber ja, mir gefiel das auf meinem Hintergrund, den ihr ja schon gesehen habt, also die Leinwände, wie ich die bearbeitet habe, gefielen mir die roten Blumen überhaupt gar nicht. Ich habe nur die eine Blume mit dem Rostwasser gemacht. Ich habe es dann alle anderen Blumen mit dem Rosteffekt-Spray gemacht. Hier seht ihr jetzt das Zwischenergebnis, also alle Teile, die ich dann zusammengefügt habe, auch wieder auf einem Holzbrett. Und ja, den Prozess, den habe ich nicht mitgefilmt. Die Blätterchen habe ich noch eingeklebt. Und ja, ich finde das Werk richtig, richtig toll. Dieser Industriecharakter, der gefällt mir wirklich gut. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.